Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Tommy. Ich bin euer Tommy und wir spielen seit langem mal wieder ein bisschen Skyrim. Und ich habe mir vorgenommen, vor langer, langer Zeit, dass ich Skyrim beenden werde. Und wir haben noch viele, viele Spielstunden vor uns und haben jetzt auch ganz, ganz lange nicht mehr gespielt und möchte nun ganz gemütlich fortfahren. Und da palabere ich gar nicht so lange rum. Und ja, ich freue mich so ein bisschen, weil wir haben tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt, wie gerade eben schon angerissen. Wenn ich jetzt mal überlegen müsste, kämen wir, glaube ich, so auf ein gutes Jahr, wo wir keinen Skyrim mehr gespielt haben. Und es war ein bisschen entsetzlich, weil ich war nämlich vorhin, stand ich mit einer Küche und hab mir eine Kaffeemaschine angemacht und habe überlegt, welches Spiel wir denn heute Abend aufnehmen. Just in diesem Moment ist es quasi Sonntagabend und eigentlich wollte ich mit den Jungs Gears 5 aufnehmen. Aber wir haben irgendwie keine Zeit gehabt dafür oder irgendwie ist es heute nicht zustande gekommen. Da habe ich mir gedacht, komm, mach das Skyrim. Und dann ist mir eingefallen, Jungs und Mädels, Alter, das geht nicht. Das ist schon so lange her. Wir haben fast ein Jahr nicht mehr gespielt. Das ist unglaublich. Aber ich finde es gerade wirklich sehr, sehr schön, wieder in Skyrim drin zu sein und hier in Einsamkeit ein bisschen rumzulaufen. Und würde mir jetzt gerne erstmal irgendwie einen Überblick verschaffen, was wir denn machen müssten und wo wir denn stehen geblieben sind. Weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich habe einfach spontanerweise einfach auf die Aufnahmetaste gedrückt und ja. Und jetzt bin ich hier in Einsamkeit mit euch zusammen. Okay. Gucken wir mal. Huch, Janessa. So, die Flammenhüten. Die Flammenhüten. Da haben wir was vor tatsächlich. Ich guck mal gerade. Verschiedenes. Wir haben verschiedene. Ich erinnere mich dunkel, dass wir diverse kleinere Quests irgendwie angeschaltet haben und dass wir immer noch kein Symbol Einsamkeit haben. Ich glaube, dieses Problem werden wir niemals fixen können. Genau, ich glaube, zum Reinkommen werden wir wahrscheinlich so die ein oder andere kleinere Quest irgendwie machen. Und wir hatten uns ja irgendwann mal angewöhnt, in Skyrim irgendwie so kleinere Touren zu machen, um einerseits ein paar Sachen zu entdecken und auf der anderen Seite irgendwie das, ja, die eine oder andere Mission fertig zu machen. Ich glaube, da halten wir dran fest. Und wir haben die DLCs auch noch gar nicht angespielt. Wir sind quasi immer noch im Grundspiel drin. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube knapp 200 Stunden, ich weiß es gar nicht, haben wir jetzt schon gespielt in Skyrim. Viel Zeit haben wir natürlich damit verbracht, Sachen zu erkunden. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und ich vermute mal, so unter 1000 Stunden werden wir hier nicht rauskommen. Okay, es war von vornherein ein Dauerbrenner und dieser Dauerbrenner, den werden wir jetzt fortführen. So, dabei wünsche ich viel Spaß. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, gerne abonnieren. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Und dann gehen wir mal los. So, ein paar Quests haben wir ja und wir sind tatsächlich voll. Ich habe nämlich vorher nochmal ins Inventar geschaut. Wir sollten ein, zwei Sachen verkaufen. Ich glaube, das machen wir als allererstes. Dass wir einfach mal dahin wackeln, wo wir hinwackeln müssen, um diverse Dinge zu verkaufen und an den Mann zu bringen. So. Das können wir vielleicht tun, so in dieser neuen Folge. Ich weiß auch noch nicht, ich habe mir auch überlegt. Wollt ihr Fang spielen? Nein, jetzt nicht, Junge. Ich habe mir auch überlegt. Papa sagt, dass ich Hogwarts nie mehr wiedersehen werde. Ja, das mag vielleicht. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ja, das wird wahrscheinlich so seine Gründe haben, junge Dame. So. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Neue Folgenlängen. Ich weiß noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir diese Folgen machen. Ich mache es, glaube ich, wieder ganz spontan. So. Das ist der Trunkenbold. Der ist, gehen wir mal in den zwinkernden Skiver. Und gucken mal, ob wir vielleicht eins, zwei Sachen irgendwie machen können. Eins, zwei Sachen. So. Passen Sie mal ob. Da gehen wir mal hin. Zum Sorix. Was hat er denn?
Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Da geht's schon mal. Willkommen schon mal im zwinkernden Skewer, mein Freund. So, okay. Hier gibt's denkt nix. An den zwinkernden Skewer, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Nee. Das lassen wir mal. Ich mag vielleicht wie eine typische Hure aus Einsamkeit ist wie die Stadt selbst. Ein stürmisches Hallo, ich Äußeres, bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Mit Klinge oder Zauber. Ah, okay. Wollt ihr es tot sehen, dann töte ich es. Ihr müsst mir lediglich meinen Lohn. Auweia, die quatschen mir zu viel. Wir machen einfach eine Schnellreise nach Weißlauf. Da weiß ich, woran ich bin. Weil noch können wir ja. Wir sind ja noch gar nicht so voll. Ich muss mir tatsächlich nochmal einen Überblick verschaffen. Ich habe irgendwie verlernt. Ich habe die Karte verlernt. Ich weiß nicht mehr, wo was war. So, Kart Wasten war hier hinten. Hier hinten war Markart. Unglaublich, dass ich das mal... Dass ich mal an so einen Punkt komme. Ah, Weißlauf. Da muss ich hin. Ja. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, wir befinden uns in Weißlauf und, ach so, genau, ich erinnere mich, wir hatten ja mal hier ein bisschen Dreck hingeworfen. So. Ihr seid zurück, habt ihr mir etwas mitgebracht? Nein! Was möchtet ihr? Na, Süßigkeiten sind immer gut. Oder neue Kleidung, oder vielleicht ein Holzschwert. Alle meine Freunde haben Holzschwerter. Trachtbrühe kann ich anbieten. Dieses Mal nicht. Nein, hör auf mich. Nein, diesmal nicht. Schade, aber ist nun mal so. So, wir hatten ja Mjoll, die Löwin, geheiratet hier im Spiel. So. Ihr habt ein hübsches Haus. Ich spiele mit dem Gedanken, hier einen kleinen Laden zu eröffnen und Krimskrams zu verkaufen. Mach das doch. Es ist schön, euch wiederzusehen, Liebling. Ich möchte gern woanders hinziehen. Nein, das ist okay. Hat der Laden Geld abgeworfen? Das ist die wichtigste Frage. Wir haben ein bisschen Gold verdient. Hier, Schatz, euer Anteil. Oh, mein Anteil. 1.900 Gold, ich werd verrückt. Lebe wohl, Liebling. Lebe wohl, Junge. Lebe wohl. So. Hier oben hatten wir ja auch... Ach. Lydia. Langes Leben euch, Tane. Lydia. So, jedenfalls, Mjöl die Löwin hat einen Bruder und wir hatten blöderweise halt auch den Bruder geheiratet. Und dieser Bruder ist dann durch einen Unfall verschwunden. Ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufe. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das gemacht haben. Ich habe nichts getan. Das, ich auch nicht. So, ich bin unschuldig. So, der Laden hat dann gar nicht offen. Wie lange noch nicht? Gucken wir mal, wir haben es gerade mal früh um 7. Ist ja auch eine unmenschliche Zeit. So, dann warten wir mal. Dann werden wir ein paar Dinge los. So. Belator! Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Hallo, Belator. Kaiser... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen hat er zu verkaufen, der gute Mann. Und ich, wieso habe ich ihn damals eigentlich Hubert genannt? Kein Mensch weiß das heutzutage noch. So, wir haben ein paar Dinge, 57 Gold hat der gute Mann in der Tasche. Dann werden wir mal Sonstiges verkaufen. So, wir haben Dietrich, wir haben Drachenknochen, Drachenschuppen, die lassen wir quasi. Ich weiß gar nicht, wo haben wir die gelagert? Wo haben wir diese Sachen gelagert? Goldbarren, Golderz. Das können wir, glaube ich, alles mal in eine Kiste werfen. So, Schreibfinder-Tintenfass. Ein Rubin können wir wegfeuern. Mark oder so. Granatstein. Ist okay. Hauen wir weg. So. Das kommt weg. Und das kann auch weg. Die Drachenknochen und die Drachenschuppen, die lassen wir in der Kiste. Das lassen wir in Weißlauf hier in unserer Bude. Was haben wir noch? Waffen. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Mann! So, ich muss mal gerade mal gucken. So, ich habe die Kamera ein bisschen runtergemacht. Ich hoffe, das passt irgendwie. Ich hab's nicht kontrolliert. So. Halskette des abnehmenden Feuers. Feuerresistenzsteigerung um 30%. Wir sollten es behalten. So, aber der silberne Rubinring, der kann weg.
kann alles weg. Das kommt weg. So, Bekleidung, Zaubertränke. Zaubertränke haben wir eine Menge. Brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal für irgendwas. Man weiß es leider nicht. So, Rolle der Massenlähmung. Rolle des Feuersturms. Rolle des Rufs zu den Waffen. Oh, und Rolle... Ah, guck mal. Stiagos Flammenmantel müssen wir auch noch machen. Bitte kommt wieder. Ja. Ich überleg's mir aber noch mal. So. Ich muss ja immer sagen, der Billetor, ja, ist ja schon so ein Arsch. Mal Priesenheim, wir sollten eigentlich mal umziehen. Wir sollten eigentlich mal umziehen, weil es sieht ja auch doof aus, wenn vor Priesenheim da was liegt. Okay. Der Junge spielt mit seinem Schwert. Kann man auch zweideutig sehen. Okay, so. Sonstiges. Ablegen, bitte. Ablegen, 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 ablegen. Alle 6 Stück ablegen, ja. Alles ablegen, Junge. Guck mal, da bist du direkt ein bisschen dünner. So, dann hauen wir rein. Zeichen der Dibella können wir nicht wegschmeißen. Wieso hat das 0 Wert? Zeichen der Dibella hat 0 Wert? Ein Lexikon? Kann man das reinlegen? Kann man das ablegen? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, warum haben wir denn hier... Warum haben wir denn hier sowas drin? Man weiß es nicht. So, okay. Golderz einlegen, Goldbarren wegpacken. Gold nehmen wir mit. Krug, komm... Hauen wir weg, hauen wir alles weg. So, das ist okay. Schlüssel, Bücher, Zutaten, Essen, pardon. So, nehmen wir mit. Schriftrollen, Zaubertränke, Bekleidung. Bekleidung. Eine Halskette haben wir noch. So, Adeptenrobe. Spitzhack. Wir haben gar nicht so viel. Wieso sind wir denn so schwer? Sind jetzt zumindest schon mal leichter. So, hau ab! Hau ab! Junge, hauen Sie doch mal ab, junge Frau! So. Es ist schön, euch wiederzusehen, Liebling. Alter, der rastet voll aus, ne? Dabei hat er ein Holzschwert. Das Plach hat mich angeloren. Die Göttlichen sind euch hold. Da würde ich sagen, machen wir mal, fangen wir mal eine Quest an oder so. Oder schließen wir eine ab. Beschaffe dir Vylandrias Seelenstein. Sprich mit Ortus Endario in der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft von Windhelm. Ist okay. Beschaffe... Ah, das ist okay. Winterfeste. Was haben wir hier? Finde ein Exemplar von die Wolfskönigin. Eisenbundhügel. Ich glaube... Töte den Anführer von Kiefernmondhöhle. Das fängt schon mal gut an. Nehmen wir mal was Einfaches. Nehmen wir mal sowas. So, wir haben den beschworenen Bogen. Ein Pferdchen. Und ein Drache. Alter! Echt jetzt? Ich hab da gerade diese ganzen Sachen irgendwie abgelegt. Aber okay. Wenn es denn sein muss, muss es sein. Auf in den Kampf! Geronimo! So. Voll daneben gehauen. Klasse. Es fängt ja gut an. Es fängt ja gut an. Hab ich nicht getroffen, ne? Jetzt haut er ab. Der alte Lümmel. Oder kommt er zurück? Kommen sie zurück? Ich renne dem jetzt nicht hinterher. Komm. Der kommt wieder. Versprochen. So. Wir verschwinden jetzt in der Höhle.
die Gegner rennen nicht weg. Okay. Hinein in die Höhle. Hinein. So. Ich guck mal auf die Map. Tatsächlich, wir waren hier noch gar nicht drin. Dann habe ich die wahrscheinlich einfach nur... Ein Schuss, ein Treffer. Da hat man beim Drachen irgendwie nicht sagen können. So. Da habe ich mich tatsächlich wieder ein bisschen doof angestellt. Aber das ist okay. Der ist ja auch schnell und wendig und aerodynamisch. Da kommt immer einiges zusammen bei solchen Drachen. So. Wenn ich mich jetzt hier in die Mitte stelle, ist das schon ziemlich unheimlich hier mit diesen Figuren, ne? Die machen nichts. Ist schon mal gut, wenn die nichts machen. Immer so schön. Hau doch mal ab! Da willst du vorpreschen, ne? Aber als Bogenschütze musst du einfach der Tatsache ins Gesicht sehen, dass du nichts siehst und nicht durchkommst. Oh, oh, das ist ein Vampirmeister. Meister, Meister. Huch, da kommt wieder einer. Ach, schon wieder ein neuer. Das Blut gewittert habe. Ich danke euch. Alter Junge. So, haben wir's? War da ganz schön viel mit. Warte mal, Vampirstaub? Hat keinen Wert, hat keinen Wert, hat keinen Wert, hat alles keinen Wert, Junge. So, Dietrich, nehmen wir dem mal alles mit. So, geben Sie mal her, Jungfrau. So. Haben wir noch was? Haben wir nix. So. Können wir denn hier noch was mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal. Wo ist die Kiste mit den tollen Sachen? So, wir haben den Anführer, haben wir jetzt schon erledigt. Aber wir müssen jetzt hier irgendwie... Genau, guck mal, hier eine Truhe. So. Ich glaube auch, dass das... Ja, ist okay. Rolle der Harmonie in der Nähe befindlichen Kreaturen und Personen bis Stufe 12 kämpfen 16 Sekunden lang nicht. Nehmen wir mit. Und den Helm nehmen wir auch mit. So. Dann haben wir es ja schon. Da haben wir es doch schon. Kann ich denn, muss ich hier raus? Hier hinten geht es irgendwie weiter scheinbar, ne? Ich verlasse das jetzt einfach mal so. Ich gehe jetzt einfach, ich verlasse jetzt einfach die Höhle und dann ist auch gut so. Ich möchte ein paar Quests lösen und die eine Quest, die haben wir jetzt schon, die haben wir ja jetzt schon gelöst und da müssten wir auch irgendwo irgendwie wieder zurücklaufen. Ich vermute mal, dass das hier irgendwo ist. Ich vermute mal, dass es hier irgendwie Falkenring irgendwie die Ecke ist. Muss man mal schauen. City-Symbol. Was haben wir hier? Redorans Zuflucht. Da haben wir den Banditenanführer. Ich bin auch irgendwie schwer dafür, dass wir es mal nichts weiter annehmen. Was haben wir hier? Ah, ja, genau. Guck mal hier. Vylandrias Löffel. Das ist ja eine ewig lange Questreihe. Lass dir von Holfgi ein Zeichen der Dibella geben. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Ach so, das waren die... Da müssen wir erst die...
diese Banditen-Quest-Reihe irgendwie machen, ne? Ich erinnere mich irgendwie ganz dunkel, dass da irgend sowas in diese Richtung war. Aber wo muss man denn jetzt hin? Holfdiers Schild für Egmund. Ah, hier müssen wir hin. Ah, guck mal da, wir müssen da quasi nach Einsamkeit. Da, wo wir nicht mehr hin können. Weil das Symbol fehlt. Okay, dann gehen wir mal zurück nach Einsamkeit und berichten mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht haben wir Glück und irgendwann taucht dieses Symbol einfach wieder auf. Vielleicht haben wir Glück. Ich würde es mir wünschen. Ich meine, ich sag mal so. Es wäre prinzipiell ja kein Problem, hier über den Berg hochzulaufen, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Es braucht ja auch immer Zeit, ehe man da mal... Ehe man da mal oben ist. Und dann verläuft man sich auch noch ewig in 3 Jahre. Mann! Ich wackel da mal runter, Junge. Ha! So. Jetzt sind wir in Einsamkeit. Bin ich quasi einen Hügel zu spät hochgelaufen. Einsamkeit, öffne die Tore für Hubertus, dem Helden, dem Drachenblut. So, jetzt muss ich irgendwo hin. Irgendwie, hä? Jetzt mal ganz kurz auf die Map gucken. Was? Abbrechen. Berichte. Ach so, ich muss dahinter in diesem Palast irgendwie. Ich bin doch irgendwie schwer dafür, dass man hier mal jemand aufräumt. Das sieht ja aus hier. Man erkennt es ja kaum wieder. Oh, seht euch nur die Farben an. Ja, alles blau und dunkel. Ist Nacht. Macht ja nichts. So. Sind wir hier richtig? Sind wir. So, pass auf. Blauer Palast ist abgeschlossen. Wie lange müssen wir warten? Wir haben es 3 Uhr morgens. Ich warte mal bis 10. Und dann ist der Blaue Palast auf, die Folge vorbei und ich kriege meinen Kaffee. Wisst ihr, Freunde. So. Ich habe extra eine große Kanne Kaffee gemacht, damit ich noch 2-3 Folgen aufnehmen kann. So. Und euch nichts vorgehen. Weißt du Bescheid. So. Dann müssen wir mal den König wecken. Wenn ich etwas von euch bräuchte, nee, würdet ihr es wissen. Ich habe die Vampire aus der Kiefermondhöhle vertrieben. Dreckige Biester, nicht wahr? Ja. So in der Dunkelheit zu leben. So unzivilisiert. Ich habe es lieber etwas glanzvoller. Wie das hier. Hier für eure Mühen. Und als Dreingabe sollte ich euch wohl etwas über Illusionsmagie beibringen, nicht wahr? Ja, natürlich. Na bitte, geht doch. Wir verstehen uns doch. So, abgeschlossen. Bericht der Sibylle vom Tod des Vampirs abgeschlossen. Hilft dem Bewohner von Hafingar 6 von 5. Passt auf euch auf und denkt daran. In der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen. Wir haben noch eine andere Quest fertig. Hilft den Bewohnern von Hafingar. Wo zum Teufel liegt Hafingar?
Solstheim? Nee, da muss man nicht hin. Winterfeste? Winterfeste, Winterfeste, Winterfeste. Festung, Markartstelle. So, Schlangenrohrigstadt. Ist hier unten Haus Seeblick. Da haben wir ja quasi unseren Festung Neugrad. Helgen. Falkenring. Ich bin etwas irritiert, aber das kriegen wir hin. So, mal gerade hier auf Verschiedenes. Wir haben 6 von 5. Flammenhüten. Olaf König. Moment, ursprünglich. Vielleicht ist es hier irgendwo mit drinne. Onmunds Bitte, gute Vorsätze. Solstheim, Reise nach Solstheim. Suche Informationen über Mirak. Das müssen wir dann auch noch machen. Wir haben viel vor, Freunde. In den nächsten Folgen geht's ab, Junge. Geht's ab, Junge. Sah ich euch. So. Aber irgendwie haben wir hier nicht das mit Erkunde, sprich mit dem Jarl von Falkenring. Töte den Anführer. Ich mache jetzt einfach mal alles an. So. Ich mache jetzt einfach mal alles an. Bringe einen Begleiter zu der Delfine. Machen wir nicht. Finde Walders Jagdgesellschaft. So. Auf alle Fälle haben wir die... Jetzt muss ich nochmal gucken. Genau. Die Quest, die wir jetzt machen wollten, haben wir jetzt gemacht. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Hier auf Einfach Tommy. Ich bin euer Tommy. Und bin damit raus.